Hi. Hi. I'm fine. Awesome. Hinweis in eigener Sache. Dieses Video enthält keine Werbung und wir haben sämtliche Kosten zur Produktion selbst übernommen. Good morning, David. Servus, David. Good morning, Guten Morgen, Martin. Wir sind heute am zweiten Tag in Schweden, Stockholm, wiederum bei euch im Büro bei OVBN. Und mir sind über Nacht noch ein paar Fragen eingefallen. Und zwar hast du mir gestern erzählt von einem Gerichtsprozess, den ihr gewonnen habt. Da ist es auch darum gegangen, dass ihr Benutzerdaten herausgeben hättet müssen. Aber erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Right. So in Richtig. Ende Juni wurden wir davon in Kenntnis gesetzt, dass es ein Gerichtsverfahren gegen uns von der Right Alliance gab, die im Wesentlichen zwei Filmgesellschaften in Schweden und Dänemark vertrat. Sie wollten Benutzerinformationen über einen bestimmten Benutzer erhalten, der eine IP-Adresse hatte. Ich glaube, es war der 2. Juni, denn laut ihnen und dem Gerichtsverfahren war diese IP-Adresse die Adresse, die die Pirate Bay beherbergte. Es war ein ganz schöner Prozess, diese ganze Sache, weil die Right Alliance den Prozess begann, indem sie tatsächlich unseren Internetprovider ins Visier nahm, weil sie glaubten, die IP-Adresse gehöre ihnen. Also haben sie eine Anordnung zur Auskunftserteilung gegen sie eingeleitet. Und als sie darauf aufmerksam gemacht wurden, dass dies nicht einmal unsere IP-Adresse ist, sondern die IP-Adresse von OVPN, haben sie diese Anordnung im Grunde geschlossen und eine identische Anordnung gegen uns erlassen. Verstehe ich das richtig? Die wollten wissen, wer einen bestimmten Film zum Beispiel geladen hat? In diesem Fall wollten sie wissen, wer im Grunde die Pirate Bay betreibt. Denn laut ihnen war die IP-Adresse, die piratebay.org beherbergte. Aber wir sind nicht sicher, ob das der Fall ist. Wir konnten es nie beweisen und während dieses Prozesses wussten wir nie, welcher Benutzer es war. Es war ein zweimonatiger Prozess mit vielen Dokumenten und Verhandlungen oder Argumentationen, die hin und her geschickt wurden und schließlich Also das Gericht wollte euch dazu bringen, Benutzerdaten oder Details herauszugeben, ja? Exakt. Ja, ganz genau. Sie wollten im Grunde alle Einzelheiten zu diesem speziellen Benutzerkonto. Und sobald wir über die Verfügung informiert wurden, haben wir einen Rechtsbeistand eingeschaltet. Und das konnten wir auch deshalb tun, weil wir eine Versicherung haben, die uns hilft, die Prozesskosten zu decken. Innerhalb einer Stunde, nachdem ich die einstweilige Verfügung tatsächlich erhalten hatte, hatte ich bereits mehrere Anwälte angerufen und mit ihnen über den Fall gesprochen. Dann standen wir in Kontakt mit einem Anwalt, der bereits früher mit dieser Art von Informationsverfügungen zu tun hatte. Zusammen mit ihm haben wir also im Grunde genommen einen Fall aufgebaut und schließlich gewonnen, worüber wir sehr begeistert sind. Es zeigt, dass es durchaus möglich ist, in Schweden einen VPN-Dienst mit Privatsphäre zu betreiben. Und die 14 Eyes sind in diesem Sinne nicht wirklich relevant. Du meinst die 14 Eyes Countries? War das eine Firma aus den USA oder warum hätte das jetzt hier eine Rolle gespielt? Nein, aber viele Leute glauben, dass man Logs haben muss, wenn man einen VPN-Dienst unter den 14 Eyes betreibt. Aber vielleicht sollte ich das hier ganz kurz erklären. 14 Eyes sind bekannte Staaten, die mit den USA auf militärischer Basis zusammenarbeiten. Das wurde bekannt aus den Leaks, die Edward Snowden veröffentlicht oder veröffentlichen hat lassen. Das bedeutet aber nicht unbedingt eine Zusammenarbeit in allen Bereichen. Das bedeutet vor allen Dingen eine Zusammenarbeit bei militärischer Überwachung, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, es geht hier auch um das Teilen von militärischen Geheimnissen mit Verbündeten anderen Ländern. Die bekannten Dokumente lassen darauf schließen, dass es verschiedene Kategorien von Ländern gibt, die eingestuft in 14 Eyes oder 21 Eyes sind und Schweden wird hier auch erwähnt. Einen Rückschluss, dass es allerdings eine Kooperation in allen Bereichen ist, kann man daraus nicht ziehen. Nein.
Soweit viele Experten meinen, ist es vor allen Dingen eine Kooperation im militärischen Bereich, hat keinen Einfluss auf die lokale staatliche Gesetzgebung zur Überwachung. Ja, genau. Also danke für die Klarstellung. Es ist im Grunde ein militärisches Abkommen, Informationen über potenzielle Bedrohungen und all diese Aktivitäten auszutauschen. Okay, ihr habt diesen Prozess also nun gewonnen. Aber was bedeutet das nun für die Nutzer von OVPN oder deren Daten in der Realität? Ganz genau. Wir haben den Fall gewonnen, weil wir keine Informationen hatten und wir rechtlich nicht verpflichtet sind, Informationen darüber zu haben, wer diese IP-Adresse hatte. Mit dem Gewinn des Gerichtsverfahrens haben wir also einen Präzedenzfall in Schweden geschaffen, weil es das erste Gerichtsverfahren ist, bei dem es darum geht, Informationen von einer VPN-Firma zu erhalten, sodass es wirklich einen Präzedenzfall auch für alle anderen VPN-Firmen schafft, dass sie sich auf dieses Urteil stützen und darauf vertrauen können, dass sie keine Logs haben müssen. Und für unsere Anwender ist es beruhigend zu wissen, dass wir tatsächlich bewiesen haben, dass wir unser Wort halten, wenn es um unsere No-Logs-Politik geht, die historisch gesehen immer ein Thema war. Das ist in der VPN-Gemeinschaft sehr umstritten, wie zum Beispiel, na gut, der VPN-Anbieter sagt, er führt keine Logs, aber er tut es. Woher wissen wir, was passiert, wenn etwas passiert? Weil es Fälle gibt, in denen ein VPN-Provider gesagt hat, er führe keine Protokolle, aber wenn dann eine Behörde oder etwas vor Gericht passiert, kann er ihnen auf einmal doch Protokolle geben. In diesem Fall zeigt OVPN also wirklich, dass wir sehr ehrlich sind, dass wir sehr transparent sind. Es gibt 3 Artikel auf unserer Website, die ich im Laufe dieses Prozesses veröffentlicht habe und in denen die Informationen und das, was bis zu diesem Zeitpunkt geschehen ist, wirklich detailliert beschrieben ist. Okay, ich verstehe das Ganze soweit. Ich finde es auch sehr beachtlich, dass ihr mit diesem Thema so transparent umgeht, denn aus meiner Erfahrung gibt es sehr viele VPN-Anbieter, die mit diesem Thema am liebsten gar nichts zu tun haben wollen, denn es ist einfach leichter, Versprechungen auf den Webseiten zu machen, als dann, wie du es auch gesagt hast, in der Realität auch zu beweisen, dass man eben alles tut, um die Daten der Nutzer wirklich zu schützen. Ja. Insofern möchte ich mal ein bisschen meine Hochachtung hier aussprechen. Wir müssen allerdings auch ein paar Fälle mehr sehen, ja, oder ein paar Betrachtungswinkel dazu fügen. Und zwar, es geht hier in diesem Fall ja um Urheberrechte. Das bedeutet, es ist eigentlich auch Zivilrecht, denn es geht hier um Schadensersatz, der hier eingefordert werden kann. Es geht hier aber nicht um Straftaten, also es ist kein Staatsanwalt sozusagen involviert. Und natürlich, beides ist nicht richtig. Wir sollten einerseits nicht Straftaten unterstützen, aber auch nicht unterstützen, wenn andere die Rechte von Dritten missachten. Aber meine Frage dennoch, wenn es jetzt ein Staatsanwalt wäre, der zu euch gekommen wäre, würde das dann irgendetwas ändern? Oder was würde denn dann passieren? Könntet ihr wirklich auch dann immer noch die Daten der Benutzer schützen? Ja. What would happen if a prosecution case would happen? Ich meine, das ist dasselbe. Wir können das Loggen nicht ein- oder ausschalten und so unser Unternehmen führen. Es ist also immer aus. Es spielt keine Rolle, wer die andere Partei ist, die Informationen von uns will. Also wir wollen nicht, dass das passiert. Wir wollen natürlich nicht, dass Leute unseren Dienst für kriminelle Aktivitäten nutzen und versuchen, ihre Spuren zu verwischen, aber wir haben beschlossen, einen datenschutzorientierten Dienst zu betreiben. Und dann kann man sich nicht wirklich all diese Aktionen aussuchen und auswählen. Und wie du schon sagtest, haben wir unseren Sitz in Schweden. Der eigentliche Server und die IP-Adresse, um die es hier ging, befanden sich in den Niederlanden, aber alles war immer noch in Schweden, weil wir in Schweden ansässig sind. Es ist also wirklich diese Gesetzgebung, die für uns von Bedeutung ist. Und sie kann und sie stellt sicher, dass wir Server überall mit dem gleichen Aufwand betreiben können. Okay. Danke vielmals für deine umfangreiche Erklärung. Ah, es war mir eine Ehre. Bin mir ganz sicher, dass unsere Leser deine Antworten sehr zu schätzen wissen. Selbstverständlich, danke.